Moin Moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Coaster Spotlight. Heute reden wir mal wieder über eine der besten Achterbahnen, die wir in Europa haben. Und zwar gehen wir dafür nach Polen, nach Energylandia, denn da steht Zedra. Die Bahn wurde am 22.08.2019 eröffnet und ist ein sogenannter Hybrid-Coaster der Firma Rocky Mountain Construction, kurz RMC. Die Bahn wurde von einer legendären Person designt, und zwar Alan Schilke himself. Wenn ihr den Namen nicht kennt, sucht da mal nach, der hat in der Achterbahnwelt so einiges schon gemacht. Zedra hat den sogenannten iBox Track, wird vom Park als Holzachterbahn vermarktet, aber hat gar keine Holzschiene. Und also wäre das halt, keine Ahnung, es gibt ja eh immer die Diskussion, ob RMC, der Topper Track, ob das als Holzachterbahn zählen darf oder nicht. Aber der iBox Track ist halt definitiv keine Holzachterbahn. Aber der Park sagt halt, Holzachterbahn. Schwierig. Die Kiste ist 1316 Meter lang, 63 Meter hoch und 121 km/h schnell und bietet ganze drei Inversionen, davon zwei Zero-G-Rolls und ein Zero-G-Stall. Meiner Meinung nach einer der geilsten und eins der besten Achterbahnelemente überhaupt in der Neuzeit. Zero-G-Stall geht immer. Mega, mega geil. Das Layout an sich, ihr fahrt halt aus der Station in der Rechtskurve raus, dann geht's den Lift hoch, dann habt ihr einen 90 Grad steilen Drop, ein kleiner Bunny Hop, eine Kehrtwende, wo ihr dann auch ein bisschen seitliche Airtime habt, dann fahrt ihr runter, dann kommt der Zero G Stall, das heißt, ihr fahrt hoch, dreht euch auf den Kopf, fahrt so dann so eine Kuppe und dreht euch dann erst wieder zurück und ihr habt halt quasi, ihr schwebt halt quasi über Kopf und das macht mega, mega, mega Bock. Kann es nicht oft genug betonen, Zero-G-Stall, mega, mega geiles Element. Danach kommt ein seitlicher Airtime-Hill, dann kommt ein Richtungswechsel, ein Airtime-Hügel und dann geht es hoch in die Zero-G-Roll, in die erste, die direkt in der Kehrtwende quasi, in der Kurve endet, wo ihr dann wieder so runterfahrt. Dann kommen noch ein paar Airtime-Momente, ein Richtungswechsel und dann die letzte Zero-G-Roll in eine Kurve rein, in die doch sehr kurze Bremse. Also ihr fahrt noch mit sehr, sehr viel Energie am Ende in die Bremse rein. Ja, das Layout ist super, super geil, mega krass auf Geschwindigkeit ausgelegt, bietet keine hohen positiven Gehkräfte, also ihr werdet hier nicht in den Sitz geballert oder so. Dafür gibt es halt richtig knackige, geile Airtime, super schöne Umschwünge, Laufruhe. Bis jetzt bei RMC bin ich nur, gerade von den iBox-Tracks, alle fuhren sich wie Butter gefühlt, deswegen mega, mega, mega geil. Die Überschläge machen Spaß, die Airtime ist perfekt, die Richtungswechsel sind geil. Das ist einfach nur eine Knallerbahn, die von vorne bis hinten Gas gibt und einfach nur Bock macht. Einfach nur, da will man am liebsten den ganzen Tag fahren. Was den ganzen Tag fahren angeht, gibt es aber ein ganz großes Problem. Die machen das halt immer anders. Es gibt halt vor der Station Schließfächer, da könnt ihr euer Zeug reinlegen. Und am Ende holt ihr das auf der anderen Seite wieder raus. Und dann gibt es da eine Zwischentür. Und morgens kann es sein, dass die Zwischentür offen ist. Das heißt, ihr könnt da einfach wieder lang gehen und euch quasi nochmal anstellen. Oder aber, wenn die zu ist, müsst ihr einmal wieder vor den Eingang gehen. Das Problem ist, dass die Warteschlange gefühlt 3 Kilometer lang ist. Und niemand weiß, warum. Ihr lauft halt wirklich 5 bis 10 Minuten durch diese Warteschlange, bis ihr überhaupt mal bei den Schließfächern ankommt. Und ich frage mich dann halt einfach, wofür? Wofür haben die das gebaut? Also man kann es halt auch einfach übertreiben. Das ist so eine geile Bahn, ich würde die super gerne öfter fahren, aber ey, dieser Weg, Katastrophe. Ich weiß nicht warum, aber das ist ja in dem Park generell das Problem, dass so Hyperion ist ja auch, ne, diese Warteschlange mit dem Parkhaus, was sehr hoch geht, um außen wieder runter zu gehen. Und ja, lassen wir das. Das ist auf jeden Fall mega kacke und lädt leider nicht zum Dauerfahren ein. Dabei ist das eigentlich eine Bahn, die könnte man perfekt dauerfahren. Einfach mega, mega, mega geil. Die Kiste hat 13 bis 14 Millionen Euro gekostet. Das sind ungefähr 61,5 Millionen Zloty. Ist für den Preis, finde ich, also doch ziemlich gut. Mit der Bahn zusammen kam auch ein Themenbereich, die sogenannte Dragon Zone. Das ist so ein Mittelalterbereich, der eigentlich auch ziemlich schön aussieht. Also da hat man wirklich angefangen, richtig gut zu thematisieren, einen echt tollen Bereich gebaut mit so einer schönen Straße. Der ist leider auch schon wieder sehr weit weg vom Eingang.
Das heißt, wenn ihr im Park ankommt und zu Zelda wollt, könnt ihr erstmal direkt 20 Minuten zu Fuß gehen, bis ihr mal da seid, weil das halt am Ende vom Park ist, wo halt auch dann Abyssus mit Aqualantis entstanden ist und halt auch Sweet Valley aktuell immer noch entsteht. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Zelda ist für mich eine der besten Bahnen in Europa. Ich liebe dieses Geschwindigkeitsgefühl, ich liebe die Laufruhe, die Airtime dabei und halt dieser unfassbar geile Zero-G-Stall. Das macht einfach mega Laune. Mega, mega, mega geil. Eine der beiden Bomben-Achterbahnen in Energylandia und meiner Meinung nach auch die, die ein Müh noch besser ist als die andere. Aber auch nur ein Müh. So. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit diesem Coaster Spotlight. Wie findet ihr Zelda? Seid ihr die schon gefahren? Seid ihr die noch nicht gefahren? Wie findet ihr die im Vergleich zu anderen RMCs oder vielleicht auch im Vergleich zu Hyperion? Schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann!